Wir haben Pfifferlinge hier. Die Pfifferlinge, wenn die schön klein sind, ist das ganz simpel. Einfach das Messer relativ weit vorne greifen. Nicht wundern, wenn man das gut hält, dann kann auch nichts passieren. Und dann stabt man hier einfach den Stiel ganz soft. Das merkt man dann auch, wenn man es macht, dass man da ganz wenig, nahezu keinen Druck braucht. Dann schneidet man das runter und dann hat man tatsächlich schon den geputzten Pfifferling. Und wenn da kein Sand oder ähnliches dran ist, dann ist das total simpel. Und wenn ich Pfifferlinge wasche, dann haben die Angewohnheit, sich relativ schnell mit Wasser voll zu saugen. Und das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten natürlich gerne, dass der Pilz pur ist und sich nicht eben irgendwie mit Wasser vollsaugt oder sonst irgendwie matschig wird. Und es ist auch, man merkt, dass jemand es so anfasst, dass es wirklich ein fester Stiel riecht. Also sie können das nicht riechen, aber unglaublich. Also das wirklich, da geht die Vorfreude auf den Frühling absolut los. Und das sind ja jetzt nur die ersten der Saison. Aber Fakt ist einfach auch, dass Pfifferlinge gehören neben Steinpilzen zu meinen absoluten Lieblingspilzen. Weil die einen ganz feinen Geschmack haben, weil die spannend sind durch die leichte Schärfe, weil die ein super schönes Mundgefühl haben und weil man die auch toll gerade in brauner Butter braten kann. Und weil es eben nicht der typisch weiche Pilz ist, den man dann oftmals so kennt, sondern weil das eben wirklich auch ein bisschen Textur mit sich bringt. Toll. Also, bisschen Butter, bisschen Schalotten, eine kleine Prise Salz ruhig schon dazugeben. Schadet nicht, ganz im Gegenteil, schmeckt. Dann lassen Sie das ganz leicht schaumig werden. Und wenn das ganz leicht schaumig ist, dann geben Sie einfach Ihre Pfifferlinge, schön abschaben die Stiele, geben das rein, gehen auf eine mittlere Hitze und schwenken das. Ein kleines bisschen Wasser wird austreten. Und durch dieses kleine bisschen Wasser, was aus den Pilzen austritt, in Verbindung mit der Butter, mit den Schalotten, mit dem Geschmack, mit dem Salz, werden das super schöne glasierte Pfifferlinge sein. Und die sollen auch nicht kaputt gekocht sein. Also sie sollen die nicht so lange in Ihrem Töpfchen oder in Ihrer Pfanne lassen, bis die weich sind und zerfallen und ganz knietschig sind. Die sollen Biss haben. Wir haben im Idealfall alle gesunde Zähne und genau das soll passieren. Alles soll Biss haben, das soll Textur haben, das soll Struktur haben. Sie möchten darauf rumkauen können. Auch das Fleisch, das Rindfleisch, diese Ochsenbacke zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es einfach nur weich ist und sich am Gaumen zerdrücken lässt, sondern sie wollen genau den richtigen Garpunkt, dass sie noch ein ganz kleines bisschen Widerstand beim Beißen haben und beim Kauen haben und es eben trotzdem butterzart ist. Also das Geheimnis liegt genau dazwischen. Und weil das mit dem Geheimnis gar nicht so einfach ist, eigentlich simpel, deswegen kommen Sie ja zu uns zum Essen. Weil wir das im Idealfall besser können als Sie. Denn wenn Sie das besser könnten, würde ich ja bei Ihnen auf der Matte stehen und sagen, was gibt's heute? Also, wir haben die Pfifferlinge. Die Butter ist braun geworden, das riecht hier aromatisch. Sie können es sich fast nicht vorstellen. Und jetzt haben wir einen Teller vorbereitet, damit Sie sehen, wie man das beispielsweise anrichten könnte oder wie Sie das, auch wenn Sie wollten, bei uns gern essen können. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de